Hast du schon Energieausgleich geleistet? Helf mir, dass die Sabine bleibt. Jetzt ist ein guter Tag um Frust. Und jetzt noch so ein paar Frust-Omas rein oder so. Ne? Kommt noch ein bisschen Frustablade hier. Ne? Pass, wir haben 5 Leute in der Leitung. Auf geht's, reinstellen die Anrufer. Das ist überhaupt keine Spiritualität, das ist Liebe zum Thomas, Beruf. Bitte, ja. Also pass mal auf, seit Monaten ist es das erste wirklich Spirituelle in deiner Sendung. Ja? Tu den raus, den brauche ich auch nicht. Lass dich einsalzen, du Nase. Er hat es als Mann, das weibliche Prinzip, am weitesten ausstudiert, ohne schwul zu werden. Er ist an diese... Ja, aber die war scheinheilig. Nein, die war echt. Nein! Doch, das war echt, Thomas. Und ich finde das total schade. Echt, du kriegst den Hint, den kriegst du nicht mit. Das, was sie eigentlich... Ich brauche diese scheinheilige Wertschätzung nicht. Aber das ist genau, was sie sagen wollte. Das ist das, was Tausende, Millionen oder was... Ja, aber dann kommen Tausende und sagen, weiter so, Thomas. Deine Energie ist super, nein, dein Programm ist klasse. Sie sagt nämlich genau nicht weiter so. Und du willst einerseits hören, nicht weiter so. Und sagst, aber jetzt gibt's die Botschaft rüber, dass alle sagen, weiter so, du bist toll. Also, was willst du eigentlich? Also, ich finde es so schade, dass du es nicht annimmst. Also, nicht... Alles? Oh, ja. Ich weiß nicht, irgendwie stimmt total nicht. Wie viel Energieausgleich hast du zahlt? Abonnierst du uns Kanal Telemedial jeden Monat? Thomas. Zahlst du jeden Monat 50 Euro? Ich sag dir jetzt was. Ich wäre nicht an den Tisch gekommen, wenn du nicht vorgestern gesagt hast, du bist ausgebrannt, deswegen sind wir gekommen. Okay. Weil momentan stimmt es für mich überhaupt nicht. Und ich habe die 2 Monate Pause auch gebraucht und ich weiß auch, dass die Zeit wieder kommt. Gut, aber du hast ja immer geguckt, ne, oder? Ich habe nicht immer geguckt. Aber immer wieder warst du dabei. Ich habe eine Zeit lang abgeschnitten. Zahlst du die Grundgebühr von 50 Euro? Thomas, du langweilst mich und ich gehe jetzt, weil ich kann es nicht mehr. Das ist das, was du, ich weiß es nicht. Zahlst du sie? Wir haben genug Ausgleich gemacht, ja, mehr als genug. Also ich bin auch dran, ich zahle sie aber auch. Ne? Ich zahle sie von meiner Tasche. Zahlst sie also, du, Cheat? Für mich reicht es heute hier, für mich ist es heute hiermit beendet und tschüss. Jetzt geh doch mal durch die Lebensschule, lauf nicht raus. Nein, das ist keine Flucht. Für mich ist es, ich habe das jetzt entschieden, für mich ist jetzt fertig. Oh, das sind aber viele traurig, wenn du gehst. C'est la vie, das ist, ja. Wie ist das bei dir, Gloria? Musst du jetzt mit oder darfst du da bleiben? Ich finde es spannend. Ja. Musst du jetzt mitgehen, oder? Nee, das muss er nicht, aber ich würde... Wir haben ja sowieso gesagt, wir fahren bald. Jeep kann alleine entscheiden. Darfst du alleine entscheiden? Ja, das ist schon groß. Und ich bin nicht böse und ich will Ich bin nicht böse. Es war eine Zeit lang im Januar, im Februar, da war irgendwie noch so eine Sucht. Und ich bin froh, dass die nicht mehr ist, diese Sucht, diese mir ging es danach überhaupt nicht gut. Deswegen weißt du ja auch, ist ja egal, das ist eine andere Geschichte. Aber jetzt merke ich einfach, da stimmt was nicht. Irgendwas stimmt nicht und ich habe mir vorgenommen, ich bin hier und wenn für mich das nicht stimmt, dann gehe ich, weil also das ist gut für mich. Also ist auch richtig. Einerseits müssten die Zuschauer für das, was Sabine hier geleistet hat, wenn die tanzt, ne, 5-6 Impulsausgleiche, ist natürlich auch von den Zuschauern viel zu wenig Würdigung, was du da... Mach mal Impulsausgleich rein, bitte, Regie. Darum geht es ja nicht. Mach mal einen Impulsausgleich, wenn die Sabine da bleiben soll. Und für jede 10 Impulsausgleiche halte ich eine Minute den Mund. Ne? Und wenn ihr dann 100 Impulsausgleiche habt, schweige ich 10 Minuten und dann muss ich 10 das, Minuten den Mund halten und Thomas, Sabine zu. Thomas, du hast es bestellt heute. Du hast gesagt, wir stehen alle für eine gewisse Gruppe von Übersetzung. Ja. Genau. Ja. Und das habe ich total ernst genommen. Ja. Und, so und das. Du weißt, und wenn du, ja, ich nehme das voll in meinen Körper auf und so fühle ich mich. Ich weiß selber nicht, was, aber so fühle ich mich gerade. Und das ist das, was glaube ich, was vielen so geht. Das ist einerseits die Anziehung und andererseits die Abstoßung. Und so fühle ich. Die wegschaltet. Genau. Bei der Frage aufstehe, also noch nie, du hast genug geleistet, ja, meinst auch genug. Können wir mal sehen, ob man das so sieht. Hast du schon Energieausgleich geleistet? Sprich's offen an. Ich weiß es, aber sag selber. Ja. Wie viel? Einiges sage ich nicht. Willst du nicht sagen? Nee. Na, das sag ich auch nicht. Ich habe deinen Namen oft gesehen. Die Gloria macht es, aber über Pauschale. Aber was mir auch noch fehlt, ist das Differenzierte. Na? Für was? Für die Erfahrungen,
für die Bereitstellung beim Kuchen oder für den Abend, ne? Und so weiter. Klar, du? Ja, ich habe heute ein Bild mitgebracht. Ja, es stimmt. Das ist auch sehr gut. Und liebe telemedialen Freunde, wir haben ein Auktionshaus. Nächste Woche habe ich die Gespräche. Schickt eure Kunstwerke und Antiquitäten. Ihr müsst nicht mehr nur in Cash, könnt ihr den Energieausgleich machen, sondern auch die Sachen, die einen Wert haben, die euch rumstehen, werden zugunsten von Kanal Telemedial dann versteigert. Und hol doch mal das Bild, dann zeigen wir das auch. Helft mir, dass die Sabine bleibt. Und die Hälfte der Ausgleiche geht für Sabine. Ja, auf jeden Fall. Die Hälfte von der Ausgleiche geht Sabine, wenn wir im schwarzen Bereich sind. Sonst ist noch Grundversorgung. Ne? Ne? Also, ich wollte jetzt über mich verhandeln. Es geht gar nicht ums Geld jetzt. Also, ich bin auch, nicht verkaufbar. Ja? Also, jetzt geht's los hier. Also, ich sage mal, alles, was reinkommt, wird für, für den nicht geleistete Energieausgleich verrechnet. Ne? Ich denke, wir haben genug. Also, ja. Was nun? Naja, jetzt geht's erstmal hier ein Bild vom Johannes. Johannes, ne? Josef, Entschuldigung. Das ist nicht von mir gemalt, sondern von meiner Bekannten. Also ich gehe erstmal aus und dann gucke ich mal auf Toilette. Ja, vier, es geht's los. Auf geht's, liebe telemedialen Freunde. Sabine wird langsam, jetzt ist sie fast weg. Jetzt müsst ihr schnell. Ich kann sie wahrscheinlich nur noch zurücktrommeln. So, ein tolle Farben, ganz klasse. Mal ganz kurz der Zähler raus, dass man das Bild ganz sehen kann, bitte, Regie. Und hey, ihr kleinen Teufel, das Bild heißt Luzifers. Luzifer oder Luzifers? Luzifer. Luzifer heißt dieses Bild. Ja. Liebe Leute, es kann nicht sein, dass ihr nur 9 Impulsausgleiche, wenn er jetzt nicht mehr zeigt für die Sabine, dann gehe ich auch noch weg. Ne? Ihr könnt ja endlich mal drauf tippen und sagt mal, ob es euch wert ist, wenn ich endlich gehe. Ne? Ihr Schwarze, ja. Oder alle, die ich ärgere, können ja jetzt sagen, der soll gehen. Ne? Und Sabine soll bleiben, ist ja noch besser. Ne? Ja. Ah, jetzt. Jetzt. Naja, ei. Läuft er auf der anderen Seite gerade wegen das? Guckt überhaupt jemand zu heute? Du kannst doch die Quoten fühlen. Ne? Du bist doch unser Quotefühler. Kriegst du das rein? Es gibt ja die GfK, die ein Zuschauer, aber du bist die telemediale GfK. Mhm. Quote. Ja, das ist viele am innerlich ausgeschaltet, weil die Balance zwischen Provokation und Fütterung schlecht war. Aha, okay. Aber ja, und es gibt einen Unterschied zwischen die Zuschauer, die noch dabei sind und die einfach nur, also viele haben innerlich ausgeschaltet, aber die warten noch, die sind einfach alle Karin, bereit. Bist du da? Nein. Irene, hallo. Hallo. Hallo Irene. Ja, grüß dich, Thomas Warnauer. Ja. Also das ist das sehr turbulent. Bitte? Das ist ja ziemlich turbulent bei euch heute in der Sitzung. Hallo? Hallo? Hier ist die Irene. Hörst du mich? Ja. Kannst du mich hören? Ja, Sekunde. Es geht gerade richtig rund. Ich habe hier einen Eilanruf für die Sabine. Ah ja, dann... auf meinem Handy. Bleib du da. Ja, soll ich da? Die Sabine, gib ihr mal das Handy der Sabine. Das ist immer gut, wenn man das Sendungshandy auch hat, ne? Ja, jetzt. Das ist halt live, ne? Das ist halt telemedial. Das ist live. Ja. Das ist live in Reinform. Ja. So, was ist deine Botschaft, Irene? Oder was bewegt dich zu uns? Ich hoffe, du bist ja offensichtlich ein intelligenter Mensch. Und ich hoffe, dass du auch ein bisschen lernfähiger wirst. Im Sinne der ganzen Sendung. Und dann wirst du auch erfolgreicher sein. Denke ich mir. Nur mal so als Tipp. Und jetzt langweilt mich das Ganze. Und ich habe meinen Ausgleich hiermit geleistet. Und mach's gut. Ciao. Wo war da der Ausgleich, bitte? Lass mal die Meckerer raus. Ich brauche jetzt begeisterte Leute hier. Ne? Ich will jetzt mal einen Anrufer, liebe Regie, von einem telemedialen Freund, der nicht so blockiert ist, sondern der die Idee schon versteht. Und der nicht meint... Naja, ich renne da wohl doch in eine Sackgasse.
Es ist emotional. Ne? Es ist emotional. Deswegen ist für mich den Mut einfach, denn du hast dich einfach da auszusetzen. Du spürst das die ganze Zeit. Und ich krieg mit, wie auch alle zusammen auch einen Sprung machen können und dass du einfach auch mit deine... Es gibt keinen Sprung heute. Wir können keinen Sprung machen. Wir haben erst am Sonntag Neumond. Und erst nach dem Neumond muss es abkrachen. Jetzt ist das genau richtig. Man muss die Mondphase beobachten. Was willst du denn jetzt durchstarten vor dem Neumond? Das geht ja gleich in den Keller. Ne? Was soll denn das? Jetzt ist ein guter Tag und Frust. Und jetzt noch so ein paar Frust-Omas rein oder so. Ne? Kommt noch ein bisschen Frust abladen hier. Ne? Unbefriedigte Hausmütter. Ne? Kommt noch ein bisschen Frust abladen, wie ihr meint, dass die Leute, wo den Kanal toll findet und dabei sind, sagen können, wie es besser geht und selber keinen Beitrag leisten können, weil sie gerade geärgert wurden. Die anderen können keinen Beitrag leisten, weil Nachbars Katz Junge kriegt gerade. Und die anderen sind Hartz IV, ich bin ja nur Hartz V. Ne? Also, ihr müsst es verstehen. Ne? Es ist Dr. Cigliuzzi und Sabine. Vielleicht müsste man Meisterin Sabine nennen oder Göttin Sabine. Ne? Sabine, so heißt jede Nachbarin von nebenan. Ne? Es ist Sabine von Berg. Und sie hat etwas geleistet, was ich kaum, und ich kenne viele Frauen, aber die Sabine ist eine der Frauen, wo ich mir sicher bin, durch die Schule auch, die sie mit Schied gegangen ist, die sich in ihrem Sein als Frau so weit entwickelt hat und durchgegangen ist, dass sie wirklich ein tolles Vorbild für eine Frau ist. Wenn ihr seht, wie frei Sabine beim Tanzen ist und frei wie ihr Körper ist, genauso frei und so toll ausgebildet ist ihr Geist und ihre Seele. Ich möchte auch noch mal etwas kurz sagen, was mir auf der Hierhinfahrt so eingefallen ist oder aufgefallen. Das, was du gerade angesprochen hast, das ist jetzt auch, soll auch eine Wertschätzung für die Sabine sein. Und zwar, ich habe sie heute auf der Hinfahrt so erfahren, Göttin der Leichtigkeit, Botschafterin absolut der Mutter Erde. Bitte, ich möchte wissen, wie der Anrufer heißt, wie oft denn noch. Was, wir haben 5 Leute in der Leitung. Auf geht's, reinstellen die Anrufer. Mal möchte ich dieser Sendung Folgendes sagen. Lass die Sabine gehen, halte sie nicht auf. Sie ist sehr weit weg von dem, wie du denkst und wie du handelst. Auch die Vorgängerin, die Brigitte, genau das Gleiche. Ich finde eine totale Katastrophe. Weil was du sagst, ich identifiziere mich total mit dem, was du machst. Ganz genau. Bleibe bei auch verschiedene Leute an dem Tisch. Die haben noch sehr, sehr, sehr viel zu lernen. Und ich finde es ganz toll, wie du reagierst. Ich finde es ganz toll, wie du antwortest. Ich finde es ganz toll, deine Haltung. Ich habe dich erst gestern Abend zum ersten Mal gesehen. Heute zum zweiten Mal. Mhm. Kann nur ein Kompliment aussprechen. Es ist der richtige Weg. Und diese Leute, die dich versuchen, klein zu machen, diese Leute, die versuchen, dich negativ zu stimmen, ja, vergiss diese Leute. Ja. Und ich werde zu dir an den Tisch kommen. Ja. Ich bin genau mit dir vollkommen authentisch. So sehe ich das auch, das spüre ich. Und es bedarf einer bestimmten Qualität, mich zu verstehen. Aber ich bin ein Guter. Und ich freue mich, dass jetzt mal die Bestellung, die ich bestellt habe, da mal reinkommt. Dass es Menschen, Männer und Frauen gibt, die meine Qualität erkennen und sehen können. Thomas, ja. Auch wenn die Sabine die Frau von Schitt ist und die Sabine viel gelernt hat von Schitt. Aber sie hat an diesem Tisch nichts zu suchen. Ich sage dir das ganz ehrlich. Sie kann toll tanzen, eine tolle Frau. Ich bewundere sie. Aber vom Niveau der Spiritualität ist sie ganz weit weg. Ich verstehe dich mit der Deutschmarkt, mit dem, was du gesagt hast. Ich kann mich 100% identifizieren. Ich war viele Jahre, sehr viele Jahre in einem internationalen Unternehmen tätig. Wir hatten alle 4 Wochen ein Meeting mit Tausenden von Menschen. Und wir haben unsere Botschaft, neben dem Euro, neben der früheren Deutschen Mark, haben wir in Form einer Motivation mit Blumen
und mit besonderen Anerkennungen haben wir geleistet. Alle vier Wochen. Ich habe dieses Thema vollkommen verstanden, was du meinst. Mhm. Ich verstehe dich auch und trotz alledem, die Leute, die hier zum Tisch kommen, ich kann nie sagen, dass jemand an diesem Tisch nichts verloren hat. Und Sabine und Cheat haben in einer bestimmten Zeit die Sache mitgetragen. Sicherlich haben wir uns gefetzt und der Cheat meistert mich, ich meister ihn, wir setzen uns auseinander und heute steht das Thema emotional dran. Ich sehe, alles, was ist, ist richtig. Ich habe die zwei gebeten, vorgestern mich zu ersetzen. Ich fühlte mich vorgestern sehr müde. Ja. Und sie waren da, sie sind da. Okay. Und das zählt. Und im Augenblick blühen ja jetzt heftige Pressekampagnen, auch ZDF und der Süddeutsche Rundfunk bereiten eine Hetzkampagne angeblich vor. Aber dann, wenn dich das rumgeht, dann kommt halt doch der Anruf von Cheat und sagt, du, die Fehde, die wir gerade haben, ist rein kreative Fehde unter Männer. Aber in der Sache, dass diese Art von Fernsehen erhalten bleiben muss, da steht er dann auch voll da, dass jetzt zum Beispiel dieser Tisch die Mutter für euch zu Hause ist und wir euch das Brot, nämlich das Seelenbrot reinschieben, das Emotionale. Dann brauchen wir auch Blut, nämlich Herzblut wie von dir, dass man da die Idee sieht, dass eine Begeisterung da ist, dass man mal auf den Medienbehörden anruft bei den Leuten und nicht nur die zwei, drei Hetznasen, die vielleicht noch irgendwie politisch motiviert sind, auf der Behörde anrufen, sondern jetzt soll mal das Spirituelle oder jeder, der es versteht, aktiv werden und auch mal die anderen Institutionen auf den Plan rufen, dass die nicht mehr gehemmt sein müssen und agieren können. Ne? Ich verstehe. Ja. Hi, Daniel ist am Telefon. Hallo, wirklich? Daniel. Hi. Du, pass auf, ich wollte eigentlich einen Cheat was fragen. Und Schieß zwar, Cheat, du hast vorhin angesetzt, auf deinen Sohn übertragen wird. Und er hat mir seine Träume und seine geniale Einfälle, die er nachts hat. Ja. Und komm, Thomas, stell dein Handy aus während der Live-Sendung, bitte. Das gibt's doch nicht. Also, doch. Cheat, nochmal, bitte, Entschuldigung. Ich kann doch mein Handy anlassen, das muss ich mir doch jetzt nicht du vorschreiben. Ja, sorry, ist eine Live-Sendung. Ich meine, ich möchte keine hören, ja, was der Cheat sagt und ja, dann klingelt dein Handy dazwischen. Also Cheat, ja, bitte nochmal. Na, auf jeden Fall, der Kellner lebt. Er hat mich gefragt, was ich mache. So ein Tellerchen, also er macht sich aus dem Bedienen als Kellner so einen Spaß und er ist so spirituell. Und er ist einfach so witzig, dass er, wie ich mit dieser Wertschätzung der Deutschen mag. Das ist überhaupt keine Spiritualität, das ist Liebe zum Thomas, Beruf. Bitte, ja, also pass mal auf, seit Monaten ist es das erste wirklich Spirituelle in deiner Sendung. Ja? Tut den raus, den brauche ich auch nicht. Du hast vorhin den Cheat unterbrochen. Tut den raus. Was ist denn das für ein Laberer hier? Ne? Warte mal, sei mal ruhig hier. Was glaubt denn der, wie hieß der, Daniel? Du brauchst mich gar nicht mehr anrufen, verstehst? Du hast noch gar nichts kapiert. Du kommst zu mir hier, Gast, rein und willst mir sagen, ob ich an mein Handy rangehe. Du brauchst mich gar nicht mehr anrufen. Ne? Du hast auch noch nichts gelernt. So benimmt man sich auch nicht. Ja? Und ich tät mit so einem, wenn der bei mir am Tisch redet, dich gar nicht posieren lassen. Da wollte ich bloß ein bisschen schön reden und wollte da was reinziehen. Fall nicht auf diese billige Mache von dem ein. Ne? Der könnte, hey, Leute, ich schaffe 18 Stunden, ich habe drei Töchter, ich lasse mein Handy an. Das lasse ich mir auch von dir nicht sagen. Ja? Es geht euch nichts an, ob ich mein Handy anhab, wenn ich Fernsehen mache oder nicht. Es geht jeden einen Scheißdreck an. Ja? Was für eine Anmaßung. Wo steht denn das Gesetz geschrieben, ob ich in der Sendung ein Handy anhaben darf oder nicht? Von welchem Planet kommst du, Daniel? Lass dich einsalzen, du Nase. Ne? Kann ich mal gar nicht anders sagen. Ne? Das brauche ich doch nicht. Sag mal, bitte. Ja, was mir jetzt noch so einfällt oder woran ich mich erinnere. Ja? Hallo? Ja. Ich mache jetzt trotzdem schön sicherheitshalber das Ding schön leise. Es ist hier auch mal am Tisch gefallen worden. Ich glaube, du hast das auch gesagt, Thomas. Mhm. Es ist euer Fernsehen. Es ist euer Programm. Ja. Was verstehst du darunter? Diese Art von Fernsehen ist kein verdammter Scheiß Meinungsstammtisch.
Wir sind in einer Phase, wo sich eine spirituelle Kultur schaffen soll, wo wir ein neues Fernsehen kreieren. Und ich möchte nicht nur Spiritualität heilig, heilig, heilig. Ich möchte es auch voll mitten aus dem Leben. Deswegen fangen wir unten an zu trommeln. Und ich möchte die Wissenschaft mit der telemedialen Wissenschaft verbinden. Es sind ganz viele Themen. Aber es muss nicht irgendeine besserwisserische Nase reinkommen, der sagt, schalt mal dein Handy aus, weil er ein Zwiegespräch meint zwischen dem Gast und dem Kellner, erleuchtet die Welt, ne? Und ich habe das Thema Deutschmarkt vorgestellt und du lässt dich von der Nase aus dem Thema ziehen. Ne? Hat ja gepasst, hast nicht verstanden. Aber es ist eine Chance, wo das deutschsprachige Europa durch Mitgestalten tatsächlich Einfluss auf ein Programm nehmen kann, weil für das, wo er wahrscheinlich seine GEZ-Gebühren zahlt oder für die Privatsender, wo er seine Werbung anguckt, da kann er 100.000 Mal anrufen unter 137,9, bis er irgendwo durchkommt. Und beim ZDF und ARD wird er wahrscheinlich gar nicht durchkommen. Außer beim ZDF kann er jetzt anrufen, die versuchen gerade Hetzkampagne, kann er sagen, der Hornauer, das Arschloch, der hat mich aus der Leitung geschmissen. Da kann er dann mitmachen mit denen, da kann er dann auch. Na, die Nase. Na. Habe ich gerade noch Lust drauf auf solche Leute. Wenn ich die Möglichkeit hätte, ich würde dir Verbot geben, meinen Kanal zu gucken, du Idiot. Na. Kann ich gar nicht anders sagen. Dann schalt hier nicht rein, wenn du es nicht verstehst. Na. Eieiei, ich bin auch emotional. Ja. Daniel, trotzdem gehörst du dazu und bist ein telemedialer Freund. Na. Wünschen Sie sich. Haben wir noch einen Anrufer? Wünschen sich die Vielfalt. Ja, warte mal, wir haben einen Anrufer. Ja, warte mal. Ja, aber ich bin der Anrufer jetzt. Ja, hallo? Hallo? Ja, wer ist da? Hallo, ich bin Emily. Hallo, Emily. Hallo. Du hast schon mal eine sympathische Stimme, du hast gute Karte. Ja, ich weiß. Die Karten habe ich immer. Ja, das ist ei, ei, ei. Also gut, okay. Hör mal zu. Es geht hier wirklich nicht um dich, Thomas. Es geht hier um was viel Größeres, okay? Ja, schön, dass du das gemerkt hast. Nee, aber ich meine, schau mal. Das stimmt, ich gebe dir recht, das stimmt. Ja, ich weiß. Ich weiß. Okay, schau, wir sind uns einig. Schau mal, diese Provokationssache, um jetzt echt zum Punkt zu kommen, war eine Zeit lang wirklich wichtig für viele Menschen, okay? Es hat vielen was gebracht, es hat auch mich weitergebracht und es war echt toll. Ich könnte klatschen dafür, weil es hat mich, aber die Sache, also für die Sache, für den Sender, für das Wassermann-Zeitalter, bringt dieses Provokative jetzt nichts mehr. Okay, sag den neuen Weg. Du hast einen guten Grund hier. Nur zu sagen, was ich nicht tun soll, kann jeder. Ja, ich weiß. Na? Okay. Konstruktiv, auf. Das klingt jetzt heftig, also für deine Ohren sicher. Jemand anders muss den Orange Table führen. Weißt du, du musst dich selbst irgendwie auch als Schüler sehen inzwischen. Also ich will jetzt nicht dich kritisieren, weil es bringt ja auch nichts. Und ich meine, so viele Leute hacken auf dir rum und wollen dich auch wirklich runterziehen und so. Und das ist doch mir egal. Ich meine, das verstehst du, das kann man ja auch verwechseln. Ich will dich nicht runterziehen. Ich bin aber ist schon völlig egal. Aber schau, es geht echt darum, dass wirklich jemand anders jetzt in Ordnung ist. Ist doch niemand da, sind doch nur langweilige Nasen da. Na, ich habe doch so viele Leute da gehabt. Ich gehe mich tot. Du kannst nicht so reagieren. Bitte, hör dir, bitte. Es ist aber wahr. Es ist nicht es ist wahr. Die Realität. Doch. Du lebst in einer anderen Realität. Du lebst in deiner Realität. Du, pass mal auf, ich habe eine Realität, in den drei Wochen, wo ich nicht da bin, ist der Energieausgleich auf unseren Konten wieder gegen Null gefahren. Bei mir ist er wenigstens schon auf 2000 okay. Euro im Monat, am Tag. Gut, das und es muss ja finanziert sein. Okay, und solange noch nicht, also für mich wäre es ein Segen, wenn ich zweimal in der Woche 2 Stunden reinkomme und ich kann von zu Hause aus reingucken und mal so anrufen wie du. Und, es geht nicht um dich. Ja, also, doch, es geht schon um mich. Eben, wenn du es so es siehst, geht um dann mich. Ist es... Wenn du es ja, wen geht es denn sonst, wenn es nicht um mich geht? Schau, wenn du es so siehst, dann ist es extrem schwierig. Dann ist es extrem schwierig für dich, dann geht es nicht weiter und dann ist es wirklich schwierig, wenn du das so siehst. Also ich würde es genießen, wenn ich mal echt zurückgehe. Ich kenne so viele Leute, ich würde ein bisschen gern durch Europa reisen. Ich würde gern Kanal Telemedial ganz schnell in schwarzen Zahlen haben. Wir haben jede Menge Unzugsthemen. Warum machst du es dann nicht genauso? Ich habe schon versucht.
versucht, es ist nicht gegangen, ich musste zurückkommen. Nein, schau mal, es geht um eine Entwicklung von vielen, vielen, vielen Menschen. Okay, nochmal, ich bin auf deiner Seite, aber jetzt will ich von dir konstruktive Sachen. Dann forder auf, dass hier gute Meister und Leute am Tisch sitzen. Die sitzen am Tisch. Ach. Aber du siehst sie als Schüler, die sind deine Lehrer. Ich sehe überhaupt niemand als Schüler. Du siehst den Cheat, der wirklich jedes Wort aus Vergiss deinem es, Mund du bist eine Freundin von ihm, hemm sie ab. Du kennst ihn persönlich, oder? Nein. Eine Freundin von dir. Häng sie raus, reicht mir auch. Gnade, ne? Du wolltest Emotionen, die kriegst du jetzt. Das sind doch keine Emotionen. Jetzt, es ist Cheat. So, es ist die Schulung für uns alle. Kannst du mal den Mund halten jetzt? Nein. Reicht jetzt. Herr, lass mich sein, wie das Wasser ist. So formbar, so formend und so demütig. Das war jetzt der Grund, weswegen ich hier bin, um das vorlesen zu können. Und ohne Filter, sei mal ruhig. Ohne Filter. Du durftest einfach vorlesen. Ja? Du musstest nicht vorher durch die Zensur, du musstest nicht sagen, ich will hier was vorlesen. Ich habe dir vertraut. Du durftest den Zettel rausziehen und durftest dieses Anliegen vortragen. Und du hast mein Vertrauen nicht missbraucht, aber es freut mich, es ist sehr schön, aber das ist der Beweis oder das ist der Bereich des Breitmachens. Wasser macht sich breit, Wasser absorbiert alles, Wasser verkörpert die physische Materie am besten, jedoch ist Wasser nur ein Teil und ich möchte nicht sein wie Wasser. Dann bin ich noch überflüssig. Wenn ich einen Willen habe, dann brauche ich auch Geist. Wenn ich nur dahin fließe, willenlos wie Wasser und mache mich überall breit. Na, Wasser geht in jede Ritze. Ja. Der Cheat beherrscht es in Perfektion. Schmeister. Na. Sofort, wo ein Raum ist, rein. Er hat es als Mann, das weibliche Prinzip, am weitesten ausstudiert, ohne schwul zu werden. Als Mann, und ich kenne kaum jemanden, der dieses weibliche Prinzip so zulässt, aber es ist auch wichtig, gerade das Männliche, wenn man am Spirituellen und beides und ganz genau, was es wichtig ist, diese Materie, es muss fließen, im Kreislauf, inkarnationsmäßig, ja, immer wieder. Kanal telemedial strahlt, ich gehe in Vertrauensvorleistung, wir strahlen aus und die Blockaden, die Reizerei oder weiß Gott, was passiert, Kanal Telemedial ist jetzt im vierten Monat oder im fünften Monat. Jetzt sieht man, die Frau ist schwanger und jetzt fällt es auf. Jetzt steht auf einmal der Wettbewerb auf. Man sieht, die Braut hat einen Bauch. Ne? Die Frau hat einen Bauch. Jetzt passiert's und jetzt gibt es diesen klassischen Futterneid oder diesen Schwangerschaftsneid. Und so, man wird sich dran beruhigen. Ich habe die Mut gehabt, diese Idee durchzusetzen. Und alles auf eine Karte zu setzen. Durch mich wurde sie erfunden. Und wenn ihr das nicht achtet und jeder, der meint, ich muss hier weg, der ist genau falsch. Ich muss ganz genau hier sein und ich entscheide nur ich, ob ich hier bin oder nicht. Oder die Gesundheit. Und mal ist der liebe Gott und manchmal kriege ich halt ein paar Schüsse von Schwarzmagiern, muss ich halt auch wegstecken, so ist Leben. Ne? Was soll's? Aber ich will jetzt gar nichts von dir hören. Nimm mal die Präsenz raus. Ich möchte in ganz Ruhe, wenn du mir jetzt nicht auch ausführen willst, dann kannst du ein bisschen zu deiner Frau. Aber wenn du da so nebenher ratterst, wie soll ich jetzt in Ruhe meine Klarheit sagen? Ne? Das irritiert mich, Cheat, wenn du da so wie ein aufgeregtes Rennpferd trommelst. Ich möchte das jetzt auch in Ruhe ausführen, bitte. Also, jetzt habe ich den Vater verloren. Ist dir gut gelungen? Warum wolltest du das nicht hören, was ich sage? Weil es ein Missverständnis. Du hast missverstanden, dass man dich vom Tisch weg möchte, dass du das angefangen hast, dass du uns alle zusammenbringst. Das ist uns alle klar und deswegen bin ich auch hier. Ich habe absolutes Vertrauen. Ich weiß, du hast schon oft gemeint, ich sollte gehen und du würdest es besser machen. Nein, das ist deine Angst. Das ist deine Angst. Nein, das ist nicht meine Angst, das ist deine Absicht. Nein. Du willst es doch. Du hast doch gesagt, Thomas, geh du, ich mach das schon. Na, und Gage sollte ich dir auch zahlen. Nee, das, was die anderen auch... Ich zahle dir keine Gage mehr. Du hast genug Promotion von mir gekriegt. Nee, das ist deine Angst.
Freundschaft, dass viele andere, ja, dass deine Idee, das Kind geboren wird, bedeutet nicht, dass ich jetzt und dir in Konkurrenz trete, sondern dass du es einfach den Kreis und der Rat der Weisen, dass du uns alle hilfst. Ja, aber vertraue. Wo ist denn der Rat der Weisen? Wenn ihr was vorhabt, dann ist niemand da, dann bin ich hier. Den erlaubst du noch nicht, aber das ist dein Lernen, dass du endlich vertraust, deswegen mein Anruf. Absolut, dann lerne ich. Ich zahle ja auch das Lehrgeld. Ich bin der Einzige, also, der das Recht hat, hier zu lernen, weil ich das Lehrgeld zahle. Es sind hunderte von Leuten. Ich weiß, dass es auch eine Spiegelung für uns ist, dass wir endlich anfangen, in unsere Familien, in unser Körper zusammenzuarbeiten. Das ist langweilig. Und zu wirken. Langweilig halt so. Ich mache alles zu mental. Ist trotzdem interessant. Macht ein bisschen All I Need Is Love, bitte. Der Mongo Shop will euch historische Klassiker aus dem TV und bereichert euer Leben mit der Mongo Media Lebensschule. Mit jedem Clip wird's noch interessanter. Mongo Media, du bist unser Lehrer.